In the documents that Tomer found in the archives and also in these documents, the names of these four women were never mentioned, only their age. The youngest was 15. And so there's some abyss to look into the book. Auch wenn es manchmal trotzdem komisch ist, dieses Buch. Obwohl Gadi sagt, es ist nicht komisch. Und ich spreche jetzt Deutsch, weil das nächste Buch, an dem du schreibst, der nächste Text, an dem du schreibst, den schreibst du auf Deutsch. Ich will damit einfach nur schließen mit der Frage, wie du auf die Idee gekommen bist, auf Deutsch zu schreiben. Okay, dann sag es auf Deutsch auch. Ja. Wow, es ist mehr als eine Geschichte. Ich weiß nicht, was zu erzählen. Also ich habe Deutsch gelernt. Ich habe in Wien gelebt, 3 Jahre als Kind, von 12 bis 15. Und dann noch einmal in Berlin, 2 Jahre. Also habe ich Deutsch gelernt. Stein, Papier, also auf Hebräisch, ist ein Buch von jemandem, der die Sprache wirklich gut kennt. Von jemandem, der die Sprache wirklich beherrscht. Und nachdem ich das Buch geschrieben habe, hatte ich keine Lust auf Herrschaft, auf Sprache. Und dann dachte ich, ich ändere meine Position und schreibe und versuche zu schreiben von der Sprache, in der ich mich unheimlich fühle. Nicht zu Hause, so eine Art Gastarbeiter in eurer Sprache. Das eins. Und noch was ist, Steinpapier ist wirklich viel über Archiv. Ich glaube, Sprache ist auch irgendein Archiv. Ins Wortschatz und ins Grammatik stecken, ins deutsche Grammatik und ins deutsche Wortschatz stecken Sachen, also sind archiviert Sachen, die nicht archiviert ins Hebräisch sind. Und wenn ich rein ins hebräische Archiv reingehe, dann finde ich da Sachen, die anders sind als die Sachen, die ich finden kann, wenn ich mit meinem gebrochenen Deutsch rein ins deutsche Sprache, ins deutsche Archiv reingehe. Und ich dachte, da kann man da konnte ich andere Sachen entdecken und bin jetzt auf der Entdeckungsphase. Ja, vielen Dank, Tomer Gadi, Hubert Ragaschnik. Das war kongenial. Danke euch. Danke euch. Also es gibt draußen ein paar Bücher von Tomer Gadi und natürlich auch von den anderen Autoren. Und hier im Saal geht es heute Abend um 8 Uhr weiter. Peter Niedermeyer wird Said Kashua vorstellen und Daniela Egger wird Said Kashua ihre Stimme leihen. Wunderbar, danke.